Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr trotz der letzten Folge, die echt beschämend war, immer noch dabei seid. Und bei mir sind Shiva und Palando. Hallo. Ja. Ja. Wer nach dem Finale der letzten vier noch nicht deabonniert hat, der ist ja echt Hardcore-Fan. Ja. Der muss. Also, die Augen kannst du mir jetzt nackt auf den Rücken binden. Ne. Nie wieder, ich nehme die nicht mehr. Da spiele ich lieber Faustkampf, habe ich eben schon gesagt. Und, aber dann würde ich auch nicht Barrel nehmen, weil die zieht noch nicht her. Die mag ich, die spiele ich auch nie. Ace und Barrel spiele ich auch bei denen, ich kann nicht mit umgehen. Wobei Ace fühlt sich, wenn man alle Aufsätze drauf hat. Boah, das ist, die fühlt sich bei mir mal an wie die. Ja, nee, mag ich nicht, kann ich nicht, wie ich nicht. Ist bei euch irgendwo in der Nähe gelandet? Ja, über uns sind noch welche. Euch zugehört und dementsprechend gar nicht drauf geachtet, was die. Da macht schon wer bum bum bum. Da landet jemand bei dir drüben. Bei mir? Da, im Haus, oder? Ich glaube dazwischen gesprungen. Ah, stimmt. Ist er echt runtergefallen. Oh, der ist unten reingerannt, warte mal. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Ich versuche ihn zu verbrennen. Wie Spaß. Ist auch nett. Ach, ich schmeiß eine Granate rüber. Ich hoffe, sie trifft keinen von euch. Ich schmeiß sie mir, dann schmeiß ich sie weiter. Ich habe immer noch keine Schusswaffe gefunden, das ist doch schon wieder echt. Das ist nicht okay. Ja, immer noch besser als die AUG. Überall laufen hier Leute rum, das kann ja nicht wahr sein. Bist du schon bei mir drin? Hier drüben ist wer reingegangen. Ne, bei dir ist keiner. Also wenn, ist ja ein Gegner bei dir. Wir sind da nicht. Ja, ich weiß. Ich versuche gerade durch Horchen. Das war ich nicht. Der ist alleine umgefallen. So, ja. Wer kennt es nicht? Passiert mir immer wieder. Hier los. Oh, das war ja schlecht. Was liegen die denn hier so rum, die faulen Decke? Die wollen sich was. Oh. Ich dachte, der hat mal einen Helm für mich hier. Oh, der hat einen Helm, sehr schön. Ich würde die ganze Zeit um mein Haus rumschleichen. Mhm. Irgendwo ist bei dir auch einer, Shiva. Ja, der ist gerade. Oh, hier. Hör ich doch. Der muss direkt bei dir sein, irgendwo. Jetzt ist einer in den Haus reingerannt. Oh Gott, ich hab. Jetzt habe ich keine Munition mehr, das ist ja schade. Ich hab gerade die UMP. Und eine Shotgun. Ich spiele einfach mal AK die Runde. Ja, kannst du gut. Weißt du, dass ich das gut kann? Du bist AK. Der Bob. Ich würde jetzt gleich nicht rauskommen. Wo ich gerade drin bin? Ja. Uah. Ja, super. Ja, warte. Ja, ist danke. Ja, bitte. Stirb, buff, tot. Oh, hier vorne schießt einer mit der DBS. Den hole ich mir. Markier mal.
Ich war kein und ich höre ihn nur. Markier mal, dass ich ihn wegkillen kann. Oh, bei mir ist einer. Da. Tot. Oh, hier ist er. Der ist direkt vor mir. Oh, der hat hier gekämmt. Oh, Mann. Ah, das ist ein richtiger. Ja, wahrscheinlich. Das ist mir bewusst. Wie, ich hab gesagt, da schießt einer mit der DBS, den hole ich mir. Dann hörte ich nur, markier mal. Nicht von mir. Weil ich, nee, ich bin jetzt zu dir hingelaufen. Oder mit dir dahin. Du bist noch ungefähr 3 Häuser weg, wie es aussieht. Ja. Er hat direkt mal um die Ecke gekämmt, ey, und... Als ich da ankam, hat er geschossen. Scheiß DBS. Hast du das mit der Granate gerade? Ja. Der war hier auf der Seite, ne? Hier direkt im Gebäude. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist, das kann ich leider nicht sagen. Das wird eine schnelle Runde. Ja, möglicherweise. Oben drin siehst du ihn nicht, ne? Nee. Er hat eine Marke mitgenommen. Oha. Was reinschmeißen? Okay. Ich hab oben was reingeschmissen. Keine Ahnung, wo der sich hin verpieselt hat. Da vorne ist ein Auto. Da hinten läuft einer. Oh Gott. Ja. Okay. Und der Typ hat echt meine Marke mitgenommen, das ist ja fies. Ja, ja. Deswegen habe ich ja geguckt gerade. Das ist ja eine Enttäuschung. Ich geh nochmal gucken, aber. Da ist jetzt noch gerade einer gelaufen. Nö. Es kann sein, dass er hier hinten dieses. Diesen Automaten machen wollte. Hat er noch eine Polis Marke? Die Augen auf. Vielleicht finden wir sie irgendwo zwischen den 15 Büschen. Vielleicht sammelt er die und tauscht die dann ein. Das könnte sein. Gut, das wird jetzt mal eine Folge von Shiva und Palando. Meinst du? Naja, ihr seid diejenigen, die man das sieht. Shiva! Ja, der Bot ist tricky. Der Bot ist tricky. Nicht ausschreien, das ist gefährlich. Oh, das war witzig. Das war zu geil. So ähnlich sah es aus, als ich mit der AUG aus 10 Metern geschossen habe. Warst du das wieder mit Granate? Nee, da kommt der rausgelaufen. Hinterm Baum. Das war ja auch nicht. Achten die Zone. Mitten drin stand nur dabei, ja. Hätte so schön werden können. Oh, jetzt hast du ihn in die Tür reingeschossen. Guck mal, der Popo zittert noch. Den könntest du dir jetzt. Hier, mach mal zu. Palando, komm mal her. Ja, ich hab grad schon gesehen. Hier, der ist für dich. Ja, ein Zitteraal. So magst du sie doch am liebsten. Ja, du? War das auf dich? Nee. Zuck, zuck. Ich glaube, der verrät. Ich ärgere mich immer noch. Du musst sowas wie so einen Scanner geben. Das ist ja total kacke, dass wir jetzt deine Marke. Da ist noch einer. Der bezieht, ey, ne? Das
ist ein Bot. Ist ein Bot. Oder? Oh, ich bin geblendet. Ich wurde geblendet. Achso, das warst du. Oh, Mann. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich hab's nur noch gesagt. Ich hab das Piepen schon im Ohr gehabt. Konnte ich nicht hören. Oh, der hat, warte, hat der einen Schiff? Ja. Der hat auch ein bisschen was an Heilung, also... Ja, ja. Jetzt fast mehr als ich. Wir müssen mit offenen Dingen durch die Sträucher gehen, dass wir die blaue Marke sind. Ja, ich habe eine hier oben aufs Auto gelegt, wenn du mal gucken willst, wie die aussieht. Hier, wo ich stehe, wo ich stehe. Ja, ja, ich weiß, wie sie aussieht. Achso, okay. Ich nehme die auch öfters mit anderen raus. Na, ich habe sie bloß noch nicht abgelegt gesehen. Weil meistens packe ich die dann halt irgendwie in so ein Klo oder was auch immer, weißt du, also so. Spült sie runter. Ja. Geht auf Nummer sicher. Das wäre sehr witzig, wenn er sie einfach findet. Ich werde hier ein bisschen Spieler töten. Der hat sie. Du spielst sie wirklich, ne? Um Gottes Willen. Ja, guck doch mal, wie schön die ist, oder? Nee. Ja? Ich hatte. Was denn? Wie meiner so eine Animation macht? Nee. Ich hab nur einen Skin. Dein Skin ist ganz schick, aber die ist trotzdem scheiße, die Waffe. Schöner Skin, scheiß Waffe. Ja, absolut. So, irgendwo jetzt müsstest du noch kommen, ne? Als Leiche, Olli? Ja, bei Shiva am Haus, links neben der Garage. Gleich wäre mal weggeschossen, weil ich einfach nicht drauf habe. Oh, das ist zum Geburtstag gleich. Also, hab auch vielleicht hier nebenan, weißt du, dass er einfach irgendwo. Was, bist du gerade irgendwo in der ersten Etage? Ja. Gut. Weil nur wegen des Geräusches. Das ist vielleicht das Haus daneben. Oder durchs Fenster ist er nicht gegangen, die sind noch heile. Die Tür ist offen. Ich gehe hier nicht weg, wenn ich nicht dein Schiff habe. Hoffe ich, dass die Zone genau hierher kommt, sonst wird es echt schwer. Ich prognostiziere, dass er den Chip bei sich trägt. Ja, die These ist nicht so weit weg von dem, was ich auch vermute. Oder ich hatte gar keinen dabei diesmal. Ich bin aus Versehen ohne Chip, habe ich vergessen. Das ist ja auch mit seiner blöden DBS, aber man hört ihn ja auch nicht mehr schießen. Ja. Also vielleicht ist er auch tot. Ich habe mir jetzt nicht im Log gesehen, dass er gestorben wäre. Draußen ein Pferd. Okay. Ich glaube, der will wiederbeleben. Mich? Wahrscheinlich. Das wäre nett. Das war jetzt gerade hochgelaufen. So, Wiederbeleber. Da zumindest in die Richtung. Wir sehen die jetzt nicht dran. Sehe ich auch nicht. Ich guck gerade, ob ich ihn irgendwo hier sehen kann. Da hinten ist er. Da. Ein kleines Stückchen rechts. Ah, verdammt. Der Zaun kann ich nicht hinter markieren. Ja. Ich setze den Marker mal weg, damit der nicht nervt. Jetzt läuft er nach rechts weg. Da hinten ist er. Sehen. Getroffen. Also zumindest genockt. Geht einer an. Hier ist ein Auto.
sind wir. Sehr stark. War das nur einer? Ja, aber der hat sich überschlagen mit seinem Auto. Ja, Team 1. Guck, ob der Typ da oben nur ein Bot war oder. Der oben war nur ein Bot, Markus. Und den hier hast du genau im richtigen Moment aus dem Auto geschossen. Der kam ja gar nicht so schnell raus, wie du ihn erschossen hast. Ja. Hinter euch. Ja. Da hinten, genau. Hier liegen auch noch welche. Der Kollege kommt. Oh, komm. So, Mill kommt zu Mill, ne? Schiff raus hier. Wahrscheinlich liegt meiner auch in dem Container. Das ist ein kleines Häufchen. Ich habe hier oben nur noch mal geguckt, ob ich irgendwas sehe hinsichtlich Chips. Hinter dir in der Wo Bombenzone? Vorne fährt ein Buggy. Du liegst genau in der Bombenzone. Ja, ich laufe da aber auch hin, damit ich, wenn in deiner Nähe bin und notfalls vielleicht unterstützen kann. Den Bot lasse ich erstmal leeren, dass die uns nicht sehen. Hier läuft was. Kommt was von hinten. Ja. Oh, scheiße. Da hab ich verzogen. Alter, ja. Ah, da ist die DBS. Ja, da ist die DBS. Ah, der kam die Treppe hochgelaufen. Verdammte Knubbelnase. Das ist er, der DBS-Man. Der hat da irgendwo noch gelegen, ne? Ja, Dreier-Team. Ungünstig. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.